Ja, ist ja mega unnötig. Ja. Die meisten Leute bestellen nur Bier, aber wir haben. Da Ronny wahrscheinlich, also da schlafen die Kollegen hier, die Bobs, Brüder. Red nicht mit mir. Das könnte Aufmerksamkeit erregen. Einen schönen Aufenthalt. Zwei war es, ne? Ja. Ich, ach, wie geil haben die, ne? Hey, achso. Aber nehmen dürfen trotzdem nichts, ne? Ja, da wohl. Scheint ich. Laborkitzel. Warte ich. Erstmal gucke ich mal bei den anderen Zimmern. Was sind die 1? Achso. Hier ist die 1. Ja, so ein bisschen komisch, ne? Bitte kotz nicht überall auf den Boden. Was? Hey, Yefim. Hast du dich verlaufen? Du hast Zimmer 2. Kotzen auf dem Boden. Hast du dich verlaufen? Hast du mich verlaufen? Ja, wir haben... Fühlt sich gut ausgeruht. Also ich will noch. Ja, so. Super. So, dann gehe ich mal, ne? Ich weiß nicht, ob das Zimmer immer bleibt. Das werden wir beim nächsten Mal gucken, wenn wir hier kommen. Aber jetzt müsste es Tag sein, oder? AM heißt Tag. Ja. Was immer du fragen willst, ich weiß nichts darüber. Wir bieten Fleisch im Stück an. So, die. Was ist das hier? Public Occurrence. Occurrences, oder? Sprich mit Piper. Ach, die ist... Ach, das ist ihr. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Blue? Was? Warum nennst du mich so? Weil du ein Vault-Bewohner bist? Du trägst zwar gerade nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf dem trockenen Look. Ziemlich eindeutig. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich pass auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut, kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Ja, ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott. Die Frau aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen, Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Ist scheiße. Gib mir Hoffnung, lustig Sachen zu zerstören. Ja. Ganz ehrlich? Zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut, das gibt mir Hoffnung. Das ist überraschend inspiriert, Blue. Das Zitat werde ich definitiv nehmen. Ich weiß ja bereits, dass du deinen Sohn Sean suchst. Glaubst du, das Institut steckt hinter seiner Entführung? Könnte sein. Ja, das ist gut möglich. Nicht mal ein Baby ist vor ihnen sicher. Und die Leute fragen sich, warum ich nicht einfach wegsehen kann. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen?
ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ah, ich bin gespannt, Partnerin. Wie die Geschichte weitergeht. Ja, die Story des Jahrhunderts. Piper. Ich will den Typen dann nicht mehr. Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Komm. Warte. Handeln wir. Das wäre mein Angebot. Geht auch nicht, ja. Tati, was hab ich denn? Gefleckte blaue Jacke. Oh Gott. Steht der besser. Ja, eine Waffe gebe ich dir mal. Aber wir haben ja fast gar keine, ne? Impro-Pistole. Ja. Du kriegst eine Impro-Pistole mit Munition. Und zwar, das sind die 38er, ne? Ja. Ja, kann man alles geben, ne? Bitteschön. Die Notgeil, der da liegt, wa? Was ist? Weißt du? Hey! Okay, was soll... Gib mal alles. Was soll ich tun? Solange du so gepackt bist, werden wir nicht wirklich vorankommen. Klar, hier ist mein Vorrat. Jetzt habe ich die ganzen Waffen auch mal mitgenommen. Jetzt wollte ich es nicht. Die waren das, ne? Der Minuteman. Die trägst du. So. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Hey, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Klar, gehen wir. Wird gemacht. Hör gut auf sie, Piper. Sie wird dich von allen Gefahren fernhalten. Keine Schwierigkeiten? Pff, wo wäre denn da der Spaß? Preston, schon mal wieder. Tschö, bester Freund. Das doch, das ist schon gut. Piper! Hey, sag einfach Bescheid. Wird es mir jetzt alles? Ja. Wird auch Sinn machen. Das ist gut. Superkleber da. Superkleber. Superkleber. Ah ja, Superkleber. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ja, ja. Du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Was? Hm. Warum Kinderspielzeug hier? Aha. Was hast du da versteckt? Lass mal... Was soll ich jetzt da alles reintun? Ich weiß nicht. Jetzt haben wir eine neue Begleiterin.
viele, ne? Gibt es hier. Guck mal, was Piper da hingeschrieben hat. Artikel, die synthetische Wahrheit, ja, das kennen wir ja schon. Achso, so kann man es gut. Einfach mit der Rolltaste. Also wer es lesen möchte, bitteschön. Zwei Geliebte. Schlafwandler. Ein Assistent. Okay. Ein paar Artikel von der noch lesen. Nice. Die kommen wieder raus, aber... ist nix. Da ist doch was. Aha. Guck mal, was der auf dem Dach hat. Es ist groß, laut, korrupt und voller Arschkriecher. Aber es ist mein Zuhause. Voll cool. Zu viel Dreck in den Haaren? Dann lasst sie euch schneiden. Ihr werdet's nicht bereuen. Da liegt da was. Oder? Nee, das ist... Warum nur ein gewöhnliches Stück Holz kaufen? Ein Schlagholz ist ein handgefertigtes Stück aus echtem... Keller von Fallons? Was ist das denn? Von Fallons. Das ist eine Puppe. Aber das geht ja nicht. Hallo. Warst du schon mal hier? Becky Fallon. Nein, ist das erste Mal. Dachte ich's mir doch. Also, es läuft hier so. Wir sind kein Wohltätigkeitsverein. Die Klamotten stehen zum Verkauf, solange du genug Geld hast. Ansonsten, die Tür ist da vorne. Hast du Probleme mit Ladendieben? Nichts, womit ich und meine Schrotflinte nicht fertig werden. Jetzt, wo wir das geklärt hätten, willkommen bei Fallons. Ich zeig dir gerne, was wir alles auf Lager haben. Okay, ja. Klar, ich schau's mir an. Ein zahlender Kunde, endlich. Was gibt der? Ja, der ist eh so nicht so geil. Oh, Baseballkleidung. Boah, Alter. Die will ich haben. Boah. Alter, 1700, Alter. Oh, ein Chemikalien-Schutzanzug. Nice. Schmalzlocke-Perücke. Was? So Fleisch. Ushanka. Schäbiger Rock. Oder ein Mob. Oh Mann. Dann verkauf mal was. Hier sowas. Die roten Kleider können wir... Warte. Das da...
Das kriege ich dann. Ein diverses. So, das ist gar nichts. Hä, warum fliege ich denn so viel? So, hier wahrscheinlich. Viel Schrott. Die Kosten, was kostet? Alter, achso. Ist ja was anderes, achso. Ja. Aber dieses überfällige Buch ist eigentlich... Ich weiß nicht, ich lasse das nur einfach mal. Ich habe leider nichts. Mit welchen Dieben? Ich verstehe die Tante gar nicht. Ah ja, voll gruselig mit den Puppen. Alter. Was steht da? Oh. Wach auf, Commonwealth. Die Synths sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer dieses Kriegs wie ihr. Ja, sie wurden vom Institut erschaffen, aber sie sind nichts weiter als Sklaven. Denkende, fühlende und träumende Wesen, vollkommen unterdrückt von ihren tyrannischen Herrschern. Also, schließt euch uns im Kampf gegen den wahren Feind an. Das Institut. Schließt euch der Railroad an. Wenn ihr bereit für diesen nächsten Schritt seid, keine Sorge, wir werden euch finden. Okay. Cool, dass man es so einfach so findet, auch in sowas. Solchen Situationen. Ich will dir ja nicht vorschreiben, mit wem du befreundet bist, aber mit Piper hat man nichts als Probleme. Warte mal, das hey, Zeug hinter. Soll ich dir meinen vertraulichen Informanten vorstellen? Takahashi, schön, dass wir uns hier treffen. Nein, aber wir reisen schon die ganze Zeit zusammen. Tut mir leid, Blue, das Spiel ist aus. Takahashi hat mir alles gesagt. Keine Lügen mehr. Du heißt bestimmt nicht mal Blue, oder? Diamond City Surplus. Alles, was du brauchst. So. Du bist die Neue hier, stimmt's? Ja. Ja, ich bin die Neue. Freut mich. Ich bin Arturo Rodriguez. Ach ja, was du brauchst, bist du bei mir richtig? Wenn ich Rüstungs, Waffen. Du kennst dich also mit Waffen aus, was? Pass auf. Ich kann dir Knarren, Schwerter, was auch immer verkaufen. Und die werden dir helfen, am Leben zu bleiben. Aber das Geheimnis bei Waffen liegt in den Mods. Die verleihen dem Ganzen erst die persönliche Note. Schraub ein Zielfernrohr dran, vergrößere das Magazin, was auch immer. Wenn du dir Zeit für deine Ausrüstung nimmst, bist du auf alles vorbereitet. Naja, wie dem auch sei, reden wir übers Geschäft. Was brauchst du? Guck mal, ne? Ich schau mal, was du hast. Für jeden was dabei. Big Boy. Holy shit, Alter, boah. Wie viel ist der Wert? 12.640. Ja. Sicher. Fusionszelle. Fusionskern.
Kampfrüstung. Oh. Sieht cool aus irgendwie. Odd Faithful. 2400. Warum so teuer? Das ist doch nicht so krass. Wo so doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Ja. Plasma-Pistole. Das sieht voll krass aus irgendwie. Ja, und die zweimal das gleiche komische Plasma-Kartusche. Echter Armschutz links. Oh, 4681. Hab dann Arsch offen. Ist es so teuer? Oh. Den nehme ich. Metallrüstung Helm. Ist immer gut. Wie viel hat denn der? Achso. So, gucken wir mal. Kleidung. Sieht so dumm aus. Naja. Hey, ich glaube, die Bobroff-Brüder suchen nach dir. Bis. Freu dich von mir. So durstig. Der Doktor sagt, ich darf keinen Schnaps mehr trinken. Ich brauche eine Nuka-Cola. Okay. Würde ja, aber wie? Wir haben Handfeuerwaffen, Gewehre und Munition. Sicher einkaufen. Im Surplus sind Zünds nicht willkommen. Du da, du brauchst ein echtes, handgefertigtes Original-Hickory-Schlagholz. Was? Was ist ein Schlagholz? Haha, ein Neuling, was? Ein Schlagholz ist eine echte Tradition in Diamond City. Früher war das alles hier mal ein Stadion. Es haben sich zwei Teams getroffen und ein Spiel namens Baseball gespielt. Ein Team hat das andere mit sogenannten Baseballschlägern totgeprügelt. Und die besten Schläger wurden Schlaghölzer genannt. War wirklich so. Hey, du Trottel, so wurde Baseball ganz sicher nicht gespielt. Ach ja, Fräulein Schlauberger, wenn du so eine Expertin bist, wie wurde es denn deiner Meinung nach gespielt? Es war Amerikas Nationalsport. Ein Sport, der an warmen Sommertagen Familien zusammenführte. Und er war nicht gewalttätig. Jedenfalls meistens. Moment. Das war Baseball? Wirklich? Mir gefällt meine Version besser. Und? Kann ich dich für ein echtes, handgefertigtes Hickory-Schlagholz begeistern? Toll. Klar. Ich schau mal, was du hast. Das hier ist Baseball. Ja, du bist auch im Baseball. Baseball-Helm. Baseball-Mütze, das ist nicht so gut. Baseball-Kleidung.
Alter. Okay. Ja. Rückfuß Lucke. Alter. Was macht der? Um 40% reduziert Aktionspunkte kosten. Okay. Kann ich jetzt mit dem reden? Luca-Cola. Ja. Hier, bitte. Das ist aber nett von dir. Oh, danke! Danke! Yeah, Level. Der Mensch hatte es wirklich nötiger als du. Hey, Sheffield. Was hältst du davon, für mich zu arbeiten? Wirklich? Meinst du das ernst? Ganz recht. Ah, cool. Wohin? Boah. Okay, ich mach's. Ah, cool. Alter, wie ihr auf einmal rennt. Wer braucht einen Nachschnitt? Jeder! Komm, war vermutlich nur ein Spinner, aber irgendein komischer Typ ist in die Stadt gekommen und meinte, er hätte einen Notruf aus den Ruinen von Cambridge aufgefangen. Löst hier euer Rezept ein! Bei mir gibt's hochwertige Camps! Nee, ne? Wagt euch nicht unbewaffnet vor die Mauer! Hier gibt's das Beste für die Selbstschuld! Du! Ich kenn dich! Geh mal nicht! Also bleib weg von mir! Warum? Weil ich dich nicht kenne und ich werde keinen Zünd bedienen, der sich als Mensch ausgibt. Also bist du einer? Ein Mensch? Nein. Ich bin so menschlich wie an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Du siehst schon aus wie ein Mensch, aber ich behalte dich besser im Blick. Ich habe Augen wie ein... Nun, sie sind jedenfalls sehr gut. Verstanden? Okay, wir können handeln. Aber kein Blödsinn, verstanden? Klappte. Klar. Ich schaue es mir an. Dies und das. Ah. Das beantwortet auch noch die Oberfrage Angeln. Inspektor. Kampfflinte. Boah. Die wäre ich gerne haben. Naja. Es ist auch nichts Besonderes an Waffen gewesen. Tagesson. Für Material muss man uns gucken. Ein Fee zu wenden. Ah, das ist näher. Kampfgewehr ist aber weniger. Kampfflinte. Und hier ist ein Lasergewehr. Öl in der Brustteil. Die Kampfflinte. Danke. So, ein lässiger... Ich hab Knarren. Oder willst du lieber was für den Nahkampf? Kein Interesse. Ich muss passen. Tja, ich bin hier. Mhm. Der Typ, ne? So dumm. Schon doof, ey. So, da hinten. Was ist denn da hinten? Das Zentrum des Ach, Nick Valentin, was? Valentin Detektiv ergänzt.
Nein, war mal ich noch nicht. Gucken wir mal. Der Detail. Er hat doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird. Ich glaube hier. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Seine Krawatten. Oh Nick. Und schauen wir mal. Tschüss. Die Rechnung. Oh, hab die Rechnung. Hallo Leute, es geht weiter mit Fallout. Wir sprechen mit der Dame jetzt. Bevor habe ich einen kleinen... viele Mods installiert. Zwar einer wäre, wenn ich jetzt mich ausziehen würde. Das würde, glaube ich... Ja, die ist komplett nackt. Da ist auch ein bisschen verändert worden. Hier zum Beispiel hier der Finger ist jetzt richtig... Ist ja nicht so ein bisschen... Kack-Ding. Ist alles gefixt. Auch hier die Textur vom... Was ist das hier? Was ist das hier? Pip-Boy. Mein Gott. Dann die Karte. Ist jetzt auch komplett anders. Sieht besser aus. Sieht besser aus. Sieht mal, wo hier alles ist, so ungefähr. Hier hört der Fluss auf und hier ja, ist es einfach alles gut. Besser. Komisch. Ich hab da links... Okay, ich spreche mal mit der Dame. Ellie Perkins. Hallo, Ellie Perkins. Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Es ist wichtig. Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt, aber es dauert auch nicht lange. Bitte, es ist wichtig. Du verstehst nicht. Unser Detektiv, er ist weg. Verschwunden. Nicky ist verschwunden? In was ist er da nur wieder reingeraten? Hast du vielleicht eine Idee, wie ich ihn finden kann? Er ist während der Arbeit an einem Fall verschwunden. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich hab Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Mhm. Ja, Geld verlangen wir meistens nicht. Falscher Knopf. Ich werde ihn finden, das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Du benimmst dich einfach immer anständig, nicht wahr? Vielen Dank. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Das ist schon deutlich mehr, als es nur zu versuchen. Ich weiß das zu schätzen. Die meisten geben sich nicht mal die Mühe. Meiner Erfahrung nach kommt man allerdings nicht sonderlich weit, wenn man immer nur nett ist. Ich meine, schau dir Diamond City an. Ich wollte die Leute da vor einer echten Gefahr warnen. Und immer darf ich mir anhören... Oh, Piper, kannst du nicht mal was Fröhliches schreiben? Piper, bring doch bitte mal was Nettes raus. An manchen Tagen habe ich gute Lust, meinen Hut an den Nagel zu hängen. Hört sich echt anstrengend an. Kein Witz. Aber die Leute verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Klar, es kann einem Angst machen, wenn man weiß, was da draußen wirklich vor sich geht. Es vergeht keine Nacht, in der ich nicht befürchte, dass eine Drohne des Instituts der guten alten Piper und ihrer Familie einen Besuch abstattet. Aber das ist es wert. Ich kenne die Wahrheit. Das beschützt uns. Ja, die Augen sind auch mehr farbig, ne? Ganz deiner Meinung. Wie beschützt du dich und deine Leute, wenn du nicht weißt, womit du es zu tun hast? Ganz genau. Aber den meisten Leuten ist eine bequeme Lüge lieber. Mir nicht. Ich habe selbst erlebt, welche Macht die Wahrheit hat. Meine Schwester und ich wuchsen weit draußen im Commonwealth auf. In einer winzigen Siedlung. Unser Vater gehörte zur örtlichen Miliz. Ich halte uns die Raider vom Leib und die Meyerlurks aus den Latrinen, wie er immer sagte. Und eines Tages war unser Vater tot. Sein Hauptmann, ein Arschloch namens Mayburn, behauptete, dass ihn die Raider bei seiner Wache erwischt hätten. Ich habe ihm das nicht abgekauft und Nachforschung angestellt. Wie sich herausstellte, hatte sich der Hauptmann bestechen lassen, weil er sich für unterbezahlt hielt. Er sollte eines Tages die Tore offen lassen, damit Raider das Dorf plündern können.
Er würde dann einen Anteil davon bekommen. Mein Vater war dahinter gekommen und wollte Mayburn auffliegen lassen. Aber Mayburn war schneller. Und ich wollte dafür sorgen, dass der Dreckskerl nicht damit davonkommt. Ich ging zum Bürgermeister, aber der hörte nicht zu. Also plakatierte ich die ganze Stadt. Gesucht wegen schwerem Dienstvergehen. Hauptmann Mayburn. Dann wollte der Bürgermeister plötzlich reden. Die Stadt warf Mayburn raus und war bestens verschanzt, als eine sehr verblüffte Gruppe Raider ankam. Das mit deinem Vater tut mir leid. Danke. Es war schwer nach seinem Tod, aber ich wusste, dass er für das Gute gestorben war. Das machte es einfacher. Aber hey, es tut mir leid, wenn ich zu viel rede. Manchmal kann ich einfach nicht mehr aufhören. Es ist einfach schön, mal mit jemandem zu reden, der es einfach kapiert, weißt du? Also, sollen wir los? Oh. Oh. Okay. Ja, ich hab ein bisschen verändert. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich darf, glaube ich, auch gar nicht, ne? Ich darf keine Nippel zeigen. Hier, ja. Ist irgendwie dumm, dass das... Die Lederkombi, da quetscht die sich ein. Sieht man das schon. Witch. Oder warte. Mach mal den Haar nicht weg. Oh. So, gehen wir mal Diamond City. So, nackig. Oder ich muss da irgendwie was zensieren. Aber ich will eigentlich zeigen, was da verbessert wurde am Körper. Oh. 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 Was gebe ich jetzt nicht alles für eine Kamera? Bitte was? Bitte was? Für eine Kamera? Willst du verarschen? Kann man das eigentlich sehen? Nö, man kann es einfach gar nicht sehen, wenn man... Nee. Was ist denn? Warum darf man das nicht klauen? Das steht doch hier einfach rum. Boah, ist das doof. Na, jetzt ziehen wir alles wieder an. Oh, da quetscht sich wieder alles rein. Guck. Das ist voll komisch. So, hier habe ich noch was vergessen. Hier ist noch irgendwas gewesen. Und zwar war hier so ein Junge. Genau. Fischwasserhandel. Die haben noch nicht geredet. Hey, hier gibt's sauberes Wasser. Das wirst du draußen im Commonwealth nicht finden. Ja, das Wasser habe ich auch, nein. Das Wasser habe ich mit dem Update auch gemacht. Alles ist mit Update HD du alleine? Bist du ganz allein hier draußen? Ganz richtig. Bin auf mich gestellt, seit ich 8 bin. Ich habe mir das alles selbst aufgebaut. Hab meinen eigenen Laden, geh abends in die Schule, das volle Programm. Also, wie wär's mit einer Flasche Wasser, hm? Kann ich dir irgendwie helfen? Ah, der fleißige Typ. Willst du mir helfen, die Wasserversorgung zu reinigen? Du glaubst nicht, was die Leute da alles reinschmeißen. Überlastet die Filter. Ich kümmere mich drum. Aber er trinkt nicht. Deine Leiche würde ich da nur schwer wieder rausbekommen. Reinige das Wasserversorgungssystem. Können wir direkt mal machen. Reinige das Wasserversorgungssystem mein Reinteam. Okay, hier unten. So, wo speichern, bevor wir hier abkrepieren. Das Wasser sieht eigentlich blöd aus. Sieht besser aus, oder? Natürlich muss es ein paar Mal nachladen. Da hoffen, dass es... Ach. Das Wasser. Es geht nicht raus, im Commonwealth zu verdursten. Ah. Da hinten ist auch noch was. Hä? Taucht da unter.
Aua. Das haben die alles reingeworfen, also... Schrecklich. War jetzt keine große Nummer. Warte, Alter, ich will jetzt aber hier raus. Das ekelhaft. So, dann speichern. Kommt her, Leute. Ich fall nicht. Stehen. Nino, wie sauber das Wasser jetzt ist. Gute Arbeit. Der redet, hier ist deine Belohnung. Wie wäre es mit ein paar Flaschen für unterwegs? Ach. Sheng, warum war da ein Schädel im Wasser? Naja, du warst vielleicht nicht die erste Person, die ich gefragt habe. Könnte sein,